Ist schon wieder Sonntag oder was? Nö. Ich bin wieder aktuell dabei mit neuen coolen Videos und neuen Videoideen. Ich kreiere jetzt schon seit einem Jahr auf diesem Kanal YouTube-Videos. Unzufriedenheit und natürlich auch Frust hat mich dabei immer begleitet. Wirklich immer begleitet. Also, das tut einfach weh. Es wurden Videos produziert, die auf lange Hinsicht weitaus mehr liefern als für die Reichweite angesehen. Insgesamt 520 Stunden, also ungefähr 21 Tage, habe ich in Aufwand genommen, um Content auf YouTube hochzuladen. Insgesamt habe ich damit mehr als 100.000 Leute unterhalten. Ein Meilenstein für jeden Content Creator. Die dazu 1.000 erreichten Abonnenten haben mich weiter motiviert, mein Content immer besser und aufwendiger zu gestalten. Danke, Leute. Bann den weg. Nö. Durch das Streben von unterhaltsamen Videos auf YouTube habe ich mein Hobby zum Teilberuf gemacht. Also ja, ich verdiene jetzt ein bisschen Geld. Ihr könnt gerne mich supporten. Eigentlich habt ihr mich jetzt schon supportet, wenn ihr schon bis hierhin geschaut habt. Danke. Seit einem halben Jahr arbeite ich an meiner eigenen kleinen Firma, die mit dem Namen Create ausgezeichnet wird. Create kommt aus dem Englischen Create und heißt eigentlich nichts anderes als kreieren oder erschaffen. Wenn du möchtest mehr darüber erfahren, dann schau in die Videobeschreibung. Ich versuche durch kleine Ausbauarbeiten in Zukunft meine Ideen weiterzuführen. Und du möchtest gute Musik und coole Beats zum Abspielen? Dann schau auch mal in die Videobeschreibung. Ja, jetzt habe ich über mich geredet, was gerade so Stand der Dinge ist. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viel darüber geredet, ja, was ich schon gemacht habe und wie toll ich eigentlich krass bin, Alter. Jetzt habe ich so viel über mich geredet, aber jetzt möchte ich mal ein bisschen ein anderes Thema einschlagen. Was bekomme ich gerade so aktuell so mit? Von Menschen werden Parodiesongs gemacht und damit auch irgendwie bloßgestellt. Dazu muss ich leider mitbekommen, wie eine Frau auf YouTube durch ihren Content bloßgestellt worden ist, weil sie eine Leidenschaft für Shishas hat. Shisha la Visha. Diese Begrüßung da, ne? Und ja, diese Frau wurde halt in einem Livestream runtergezogen und Leute, hört einfach auf. Ich war ganz kurz in diesem Livestream drin, weil es auf der Startseite mir empfohlen wurde. Leute, hört einfach auf, lasst die Frau doch einfach in Ruhe. Also ich finde das nice, dass auch mal so 40, 50-Jährige auf YouTube mal ein bisschen was aktiver machen. Dass jetzt nur so nicht so 20 und so pubertierende Kinder, so wie ich. So, dazu habe ich gerade erst, also ich komme jetzt heute nach Hause, habe ich meine HSA, also meinen Hauptschulabschluss, die Prüfungen natürlich, fertig geschrieben und bin eigentlich somit fertig mit der Schule. Yippie, yay, yay. Jetzt werde ich auch am 1.8. eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolvieren. Auch eine ganz coole Sache. Und jetzt frage ich dich mal, was geht gerade so bei dir so ab? Bist du gerade in der Schule? Bist du nicht in der Schule? Hast du Ferien? Schreib gerne einfach einen Kommentar unter diesem Video. Immer noch nicht genug von meinem Content? Also sei dann einfach jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag dabei. Werde mich freuen. Oh, du schaust immer noch? Oh, ja, du hast noch nicht abonniert? Dann aber schnell, um nichts mehr zu verpassen und mich auf meinem Weg zu begleiten. Wie ihr jetzt auch schon wahrscheinlich im Hintergrund gesehen habt, ist jetzt mein Studio, mein Hintergrund etwas anders. Ihr wollt gerne eine Studiotour? Lasst gerne ein Like da, das würde mich mega freuen. Hier ist mein schöner Hintergrund, wahrscheinlich seht ihr das gar nicht, weil die Hälfte einfach nur ich bin, weil ich einfach ein fetter Protz bin, weil ich einfach Muskeln habe. Bam, Alter. Also, das tut einfach weh, das zu lesen, Digga. Bann den weg, Digga. Leute, wir sehen uns morgen. Also morgen um 12 Uhr dabei sein, Leute. Ich freue mich schon. Peace. Diagnose Autismus. Heil Hitler! Oh, oh.